Satan, hopp, komm her, hopp, mach du dummes Ding, hopp, und... Oh. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Das wäre dann wohl geschafft. Oh, cool, jemand da? Okay. Was gibt's denn jetzt? Masseversammlung. Mann, das sieht doch richtig aus wie ein Zwerg. Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle? Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Nicht auf meinen Wunsch. Ihr wollt mich sprechen. Damals auch. Mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Das war eine Tragödie. Stützt ihr die Kirche nicht? Das ist keine Entschuldigung. Das war eine Tragödie. Was geschehen ist, war schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln, macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr keine Dämonin seid, die sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ich soll sie für mich einnehmen, das soll funktionieren, aber sie wollen meinen Tod. Aber sie wollen... was nehmen wir denn? Machen wir das da. Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht. Würde ich es nicht vorschlagen. Werden Sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Das wird nicht einfach. Wenn ihr das sagt, klingt es so einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Und weg ist er. Sprich mit Corporal. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Erstmal finden, bei dem Tumult hier. So, dann suchen wir mal den Vale. Vale. Kaufen, verkaufen. Ist gut, dass der Handel wieder floriert. Ja, schön für dich. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr an etwas interessiert seid. Da ist er. Man, du siehst richtig klein aus, Gattezwerg. Bist geschrumpft. Unter dem Schutz. Flüchtling, hallo. Bitte, jemand muss uns helfen. Meine Frau braucht Hilfe. Schön.
Wo ist denn der Kerl? Was bist du? Rette Mama mit dir. Bitte, irgendjemand muss meiner Frau helfen. Was stimmt nicht mit ihr? Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnenweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Ja, jetzt muss man erstmal zum Hel gehen und gucken, wo das sich befindet. Ich muss gestehen, eure Entscheidung zu bleiben hat mich überrascht, Solus. Warum? Öffnen. Die Bresche stellt weiterhin eine Bedrohung für uns alle. Guck mal, Lieblingslied wieder. Dennoch hätte ich gedacht, dass ihr nun, da wir einen Plan haben, wie wir sie schließen, vielleicht gehen wollt. Heiler Notizen. Okay. Ah, ihr meint, weil ich ein Abtrünniger bin, sollte ich womöglich besser fliehen, bevor mich die Inquisition in Ketten legt. Ja, ich nehme meine Verpflichtungen ernst, Sucherin. Komme, was wolle. Ich werde das hier zu Ende bringen. Wie ihr meint. Ich kann euch jedoch nicht garantieren, was in Zukunft geschehen wird. Jäger der Flüchtlinge. Was willst du? Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Wo liegt das Problem? Diese Leute brauchen etwas zu essen. In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten. Und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Okay. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Lippen. So. Beten? Oh, süß. Wo ist denn jetzt der dumme Korporal? Wir werden sehen. Du bist auch nett. Eieiei, wo bist du? Wieder lesen. Ja, Brief aus einem Haus. Ja, genau. Das ist ja der Flüchtling da. Gibt es sowas zu plündern? Da liegt einer. Alles in Ordnung, Herr? Bitte, beeilt euch! Nicht beeilt euch, ich muss den erstmal das Ding finden. So. Plündern. Nimm mal alles. Man weiß ja nie, für was man das gebrauchen kann. Oh. Sind die tot? Die liegen da wie tot. Brief an die ehrwürdige Mutter Giselle. Ja. Wieder ein Brief. Keine Zeit zum Lesen. Und wo ist denn der? Der hat sich ja gut versteckt. Hui. Ja. Hui. Mann, geht doch mal aus dem Weg. Der hat sich ja gut versteckt. Kalinka, Kalinka. So. Was will der? Ich will keinen Ärger. Erzählt mir von diesem Ort. Genau. Was ist das hier für ein Ort? Ein paar junge Kartenzeichner nannten die Gegend die Hinterlande. Aber genau dieser Ort hier? Hier ist das absolute Nirgendwo. Nur ein paar Felder und jetzt noch ein Haufen Dämonen. Ich bin übrigens Giles. Ja, leb wohl. Ich muss mich wieder auf den Weg machen.
dann möge der Erbauer über euch wachen. Tja, das ist ja wie eine Suche im Heuhaufen. Der ist bestimmt da, wo das Ding ist. Da gehen wir mal da hoch. Aber erst nehmen wir die noch mit. Oh, jetzt kommen wir in der Nähe. Und das ist hier oben versteckt. Ganz sicher. Rekordviertel, komm her. So schnell nicht nachlassen. Diese närrischen Dorfbewohner. Wo haben sie nur ihre Mäntel? Die Leute frieren? Ist ja Winter. Was benötigt ihr, um die Flüchtlinge vor der Kälte zu schützen? Warme Kleid. Was es so gibt. Diese armen Teufel haben alles verloren, als die Magier und Templer verrückt geworden sind. Wenn wir in einem Dorf wären, könnte ich einfach eine Decke von einer Wäscheleine schibitzen und die Sache wäre erledigt. Aber hier draußen, ich bin mir sicher, die Abtrünnigen haben jede Menge Vorräte. Ich konnte sie bisher nur nicht finden. Auf bald. Tschüss. Ja, ihr auch. Was müssen wir noch? Quests machen? Okay. Plündern. Gucken wir mal. Liebesknoten. Vorschlagkammer. Kann man bestimmt verkaufen. Oh. Noch ein Dieb. So. Jünger Stabklinge. Entdeckt Weststraße. Seht euch das an. All die Macht hat die Abtrünnigen in den Wahnsinn getrieben. Ich sehe dort mindestens ebenso viele Templer. Und auf geht's. Stärkewerte hier, das gibt's ja gar nicht. Voll schwach. Haben wir dich verhöhnt. Haben wir sie alle jetzt hat. Mann, die haben doch richtig zugeschlagen hier. Mann, der Mann, der Mann. Und da gibt's noch mehr. Jetzt ja.